Der goldene Schnitt ist eine Proportion oder ein Maß. Wenn ich eine Strecke teile, in der Mitte habe ich zwei Teile, die sind gleich lang. Und sobald ich aus der Mitte rausgehe, habe ich eine kurze und eine lange Strecke. Und immer aber auch die Gesamtlänge von meiner Strecke, die ich jetzt teile. Und der goldene Schnitt fragt, wo muss ich teilen, dass das Verhältnis von kurzer zur langen Strecke das gleiche ist wie lange Strecke zur Gesamtlänge. Das ist ein mathematisches Verhältnis, aber bei einem Meter ist die Teilung bei 61,8 cm. Oder das Maß ist 0,618033389 sozusagen. Und ich kann das dann beliebig nutzen auf 2 Meter, auf 5 Meter oder so, wenn ich einen Raum proportionieren wollte. Das Phänomen ist, dass der goldene Schnitt überall auftaucht in lebendigen Strukturen. Wir schauen einen Menschen an und sagen, der ist harmonisch gebaut oder da stimmen die Proportionen. Aber wenn wir nachmessen, werden wir feststellen, der ist nach dem goldenen Schnitt gebaut. Und oftmals ist es eben so, wenn jemand nicht, manchmal sieht man, da stimmt irgendwas an der Proportion nicht, dann stimmt auch der goldene Schnitt nicht. Das heißt nicht, jemand, wo der goldene Schnitt nicht da ist, dass der unproportioniert. Das ist alles, also die Abweichung gehört immer dazu, muss man auch dazu sagen. Ne? Geometrie ist immer perfekt, aber die Umsetzung in der Natur machen die Individualität aus oder das Besondere. Und also goldener Schnitt ist so ein wichtiges Maß und es gibt einen Circle, mit dem man das gut zeigen kann. Das ist dieses Teil hier, wenn ich den aufmache, hat er zwei Enden. Also es ist ich habe ein Langloch, ich kann mit dem Langloch einstellen, wo er sich teilt sozusagen. Und der ist jetzt auf den goldenen Schnitt eingestellt. Und da gibt es eine kurze Strecke und es gibt eine lange Strecke von diesen beiden. Und jetzt könnte ich nehmen irgendwas am Körper und das mal ausmessen. Und so ein schönes Beispiel ist halt die Länge dieses Knochens hier vom Zeigefinger. Das ist jetzt die kurze Strecke und das ist die lange Strecke für den nächsten Knochen. Also bei meiner Teilung, Strecke geteilt, irgendwo außerhalb der Mitte habe ich eine kurze und eine lange Strecke im goldenen Schnitt, ist das gleiche wie Finger hier, wird hier im goldenen Schnitt geteilt. Aber es geht noch weiter. Ich kann das also aufmachen und sagen, das ist jetzt die kurze Strecke, also die Länge dieses Knochens. Dann habe ich ja hier wieder eine noch größere Länge und die noch größere Länge ist dann das Maß von hier bis zum Handgelenk. Oder von hier bis zum Ellbogen wird hier im goldenen Schnitt geteilt und. Deine Körpergröße im goldenen Schnitt geteilt ist der Nabel. Zum Beispiel. Das ist auch das, was im Leonardo ist, das ist ganz, ganz deutlich zu sehen. Das, die ganzen Proportionen sind da drin. Und ich war mal auf einem Kongress, habe halt einen Vortrag über diese Geometrie gehalten. War so eine Medizinertagung und da kam hinten dran ein Kiefernchirurg, der 70 Jahre alt ist und meinte, ich habe alles falsch gemacht. Also hat er auf sich bezogen gesagt, weil er nie was vom goldenen Schnitt gehört hat oder sich nie damit beschäftigt hat. Und er hat immer am Kiefer rumoperiert, aber eben irgendwie geguckt, dass es passt, aber nie auf den goldenen Schnitt geguckt. Und er fragte dann, kann das sein, dass da der goldene Schnitt drin ist, in dem Maß vom Gelenk bis zu dem Knick hier und von hier bis zur Kinnspitze? Ich weiß das nicht. Müssen wir probieren. Und dann haben wir den Zirkel genommen und gemessen. Und da ist das die kurze Strecke und das ist die lange Strecke. Und das war also perfekt. Da habe ich da gestanden, ja, es ist halt so. Ja. Und wir könnten den Fuß angucken, wir könnten die Knie angucken, die Beine, den ganzen Körper. Das ist alles goldener Schnitt. Weil, oder es gibt ein Hintergrundfeld, eine Hintergrundmatrix. Und darauf bewegt sich die Lebensenergie. Und wenn ich was harmonisch konstruiere, geht das automatisch in Resonanz mit diesem Hintergrundfeld. Und dann fließt die Energie hinein. Und das wird natürlich auch erforscht oder benutzt, in Logos wird es benutzt oder so, damit wir Dinge als schön empfinden.